Ja, Sergio Ramos, er wechselt zu Rayo Majadahonda. Ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist ein Zweitligist, oder sehe ich das falsch? Moin moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Das nächste Video nach dem großen Sprint to Glory Projekt am Samstag, was bei euch super angekommen ist. Vielen, vielen Dank dort für euer Feedback. Wir gehen jetzt mittlerweile auf die knapp 4000 Likes zu. Vielen, vielen Dank dafür und auch über 1000 Kommentare. Echt mega Support, den ihr dort dagelassen habt. Auch mega liebe Kommentare. Es ist, glaube ich, eines der ganz, ganz wenigen Videos, was viele Aufrufe hat und wo ich bisher nicht einen einzigen Kommentar irgendwie löschen, sperren musste oder sonstiges. Also vielen, vielen Dank dafür. Freut mich echt mega, dass das Video bei euch so gut angekommen ist und wir wollen jetzt weitermachen mit Experimenten, mit weiteren Videos auf dem Kanal und deswegen habe ich mir mal überlegt, was könnte denn ein interessantes Projekt sein und da ist mir aufgefallen, was würde eigentlich passieren, wenn ich alle Spieler, die ein Rating von über 90 haben, also Lewandowski, Neuer in der Bundesliga und dazu haben wir dann natürlich auch Messi, Neymar, Ronaldo und Co., wenn ich alle Spieler, die über 90 rated sind, wenn ich die einfach mal freigebe und dann in eine Karriere starte, das hat mich einfach mal interessiert, deswegen habe ich mich hingesetzt und mache das Ganze jetzt hier mit euch. Vorab allerdings noch, solltet ihr den Fußballmanager 2019 gewinnen wollen, dann checkt definitiv mal meinen Twitter-Kanal aus. Link dazu ist jetzt ganz oben in der Beschreibung. Das Ganze wird am Wochenende stattfinden. Da könnt ihr den Footballmanager 2019 gewinnen. Der kostet circa 40 Euro. Und falls ihr dazu Bock habt, da habe ich jetzt auch gestern zu live gestreamt. Und das Ganze wird auch nochmal auf meinem Zweitkanal online kommen. Falls ihr dazu Bock habt, falls ihr Footballmanager gewinnen wollt, dann definitiv auf Twitter mal vorbeischauen, allgemein Social Media Links kann ich definitiv empfehlen. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt rein in dieses Video und ich zeige euch mal, um welche Spieler es geht. Ich habe jetzt einfach alle Spieler, die ich als freien Spieler deklariert habe, also ihr seht es hier, kein Team, kein Team, kein Team, die habe ich jetzt einfach mal auf meine Wunschliste gepackt, damit ich ein wenig sehen kann, was tut sich denn. Und es haben sich tatsächlich schon drei Sachen getan, nee, ich glaube sogar vier Sachen. Vier Spieler sind tatsächlich jetzt schon nach einem Tag bei einem Verein und drei Stück bei dem gleichen Verein. Und der Verein kommt sogar aus der Bundesliga. Also ihr werdet gleich erstaunt sein. Hier erstmal die ganzen Spieler, die freigestellt wurden. Aus der Bundesliga sind es nur Lewandowski und Neuer. Neuer mittlerweile am Start bei AC Mailand als Keeper. Also der will nochmal Donnarumma ein bisschen formen bei AC Mailand. Kommt da vielleicht nochmal zu ein wenig Spielzeiten. Irgendwann wird das dann Donnarumma übernehmen. Aber dort hat er definitiv einen Vertrag unterschrieben. Und jetzt das Heftige. Ronaldo bei Bayern, Messi bei Bayern, Eden Hazard bei Bayern. Alle drei Spieler sind einfach zu Bayern gewechselt. Das ist tatsächlich irgendwie ein wenig unglaublich. Vor allem Messi und Ronaldo, dass die beiden sich plötzlich der Bundesliga anschließen. Hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, aber gut. Dann bin ich gespannt, wie Bayern nachher in der Bundesliga performen wird. Und auch in der Champions League. Die müssten ja eigentlich alles zerstören. Und ich werde jetzt einfach mal eine Woche vorsimulieren. Und dann schauen wir mal, ob dann eventuell alle Spieler bei irgendeinem Verein angekommen sind. Oder ob es dann immer noch freie Spieler geben wird. So, nach einer Woche habe ich jetzt mal reingeschaut und es hat tatsächlich kein weiterer Spieler einen neuen Verein gefunden. Weiterhin alle Spieler außer die vier eben genannten vertraglos. Ein wenig verwundernswert, aber wir werden natürlich das Ganze einfach mal weiter probieren. Dann gehe ich jetzt einfach mal zwei Wochen voran, beziehungsweise ich melde mich einfach wieder, wenn der nächste Spieler irgendwo unter Vertrag ist. Falls euch das Video übrigens gefällt, würde ich mich auch hier riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter in der Kalendersimulation. Und es hat tatsächlich exakt ein Jahr gedauert, bis der nächste Spieler unter Vertrag ist. Wir sind jetzt genau ein Jahr weiter übrigens. Wir sind jetzt am 1.7.2019. Das bedeutet in der neuen Saison. Es hat sich kein Spieler, es hat mich ein wenig gewundert, für einen neuen Verein irgendwie interessiert. Alle Spieler sind weiterhin vertraglos gewesen. Jetzt der erste Neuling und zwar ist es, ja, Sergio Ramos. Er wechselt zu Rayo Majadahonda. Ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist ein Zweitligist oder sehe ich das falsch?
Ich habe jetzt einmal nachgeschaut und Sergio Ramos wechselt tatsächlich von Real Madrid nach einem Trippelsieg, sage ich mal, der Champions League in die zweite spanische Liga zu CF Rayo Majada Honda. Und die sind auch relativ im Mittelfeld der zweiten Liga, eher sogar weiter unten. Und ja, das ist jetzt ein Transfer, der mich wirklich ein wenig überrascht. Hätte ich nicht gedacht, dass irgendjemand hier in die zweite Liga wechseln wird. Aber wir schauen jetzt einfach nochmal ein bisschen weiter und eventuell kommt noch der nächste interessante Transfer zustande. Die nächsten beiden interessanten Transfers sind am Start. Und zwar sind wir mittlerweile jetzt wieder eine Transferphase weiter. Wir sind jetzt im Winter 2020, das heißt ein halbes Jahr später. Und den Transfer von Sergio Ramos kennen wir ja schon. Allerdings ist jetzt Luis Suárez ebenfalls nochmal gewechselt und Luka Modric gleich dazu. Beide zufälligerweise zum gleichen Verein. Es hört sich für mich jetzt einfach mal nach Japan an. Ich schaue gleich mal, ob das Ganze stimmt. Aber Sangju Sangmu FC, das hört sich relativ japanisch an in meinen Augen. Beide nochmal am Ende ihrer Karriere nach Japan. Hat aber auch anderthalb Jahre gedauert, bis die irgendeinen Verein gefunden haben. Ich denke mal einfach, das liegt an den hohen Gehältern, die haben wollen. Aber ansonsten bin ich allgemein ein wenig überrascht, dass das allgemein so lange dauert, bis die Spieler neue Verträge finden. Wir haben jetzt insgesamt 4 verschiedene Vereine bei insgesamt 7 Spielern, die mittlerweile einen Verein gefunden haben. 2 nach Japan, einer in die zweite spanische Liga, ganz überraschend, einen nach Italien und 3 zufälligerweise zum FC Bayern und das alles direkt am ersten Tag, diese Transfers. Bin gespannt, was sich jetzt noch tut in den nächsten Jahren. Wir gehen wieder in die nächste Transferphase und schauen, ob der ein oder andere weitere Spieler einen neuen Verein gefunden hat. Im Sommer mal wieder bisher ohne einen einzigen Abgang bzw. Neuzugang bei irgendeinem Verein. Ein bisschen schade. Ich finde ganz ehrlich, dass das Ganze ein bisschen langweilig ist. Ich habe gedacht, es wird ein wenig mehr Action geben. Allerdings gehen wir somit direkt wieder Richtung Winter und hoffen einfach mal, dass bis dahin was passiert. Ich werde dann auch am Ende der Saison, denke ich mal, bei dem einen oder anderen Verein mal reinschauen, ob vielleicht Ramos seinen Club in die erste Liga geführt hat, ob vielleicht Bayern die Champions League holt oder ähnliches. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Aber erstmal geht es damit jetzt in den Winter und dann denke ich auch, dass wir am Ende des Jahres eventuell das Projekt beenden werden, denn ich habe mir das Ganze ein wenig spektakulärer vorgestellt und ihr wahrscheinlich auch. Wir sind im Winter und ich kann euch sagen, es gibt Neuigkeiten von unseren ablösefreien Spielern, von unseren derzeitig vertraglosen Spielern. Wir schauen einfach mal rein und zwar Neymar immer noch ohne Vertrag, genauso wie De Bruyne und De Gea. Allerdings haben wir unter anderem Lewandowski, der spielt jetzt bei Juventus Turin und wir haben hier noch Godin, der ist jetzt mittlerweile beim FC Sevilla unterwegs. Das bedeutet 2 Spieler, die einen neuen Vertrag bekommen haben. Damit haben wir jetzt nur noch 6 Spieler, die bisher oder derzeitig vertraglos sind. Und das ist, denke ich mal, schon gar nicht mal so schlecht, was ich jetzt gerade mal schaue. Nee, ich dachte gerade, Ronaldo hat schon seine Karriere beendet, aber er ist noch hier oben am Start. Wer ist denn derzeit der Älteste? Müsste eigentlich Godin sein, wenn ich mich da recht entsinne. Nee, Godin ist sogar jünger als Ronaldo. Ich dachte immer, Godin wäre älter als Ronaldo. Aber der Älteste ist, wir sehen es hier, Cristiano Ronaldo. Das bedeutet, der wird wahrscheinlich jetzt auch in 3 Jahren eventuell oder vielleicht auch 2 Jahren seine Karriere beenden, denke ich mal. Wir sind jetzt im Juni 2021 und damit würde ich auch einfach mal sagen, je nachdem oder egal wie viele Spieler jetzt noch frei sind, es wird das Ende des Projektes sein. Wir werden noch auf die ein oder andere Mannschaft schauen, wie zum Beispiel Bayern, die will ich definitiv mir mal anschauen. Aber zuallererst schauen wir mal rein, ob eventuell der ein oder andere Spieler noch einen Verein gefunden hat. Das sieht nicht danach aus. Es bleibt dabei, kein neuer Spieler hat irgendeinen Verein gefunden. Wir schauen jetzt allerdings mal in die Wettbewerbe rein. Natürlich zuallererst in die UEFA Champions League und schauen dort einfach mal, wie weit Bayern mit einem Hazard, mit einem Messi und Ronaldo gekommen ist. Und die sind im Halbfinale gegen Manchester City ausgeschieden, konnten sich gegen Olympique Marseille und PSV Eindhoven durchsetzen. Ist jetzt nicht so überkrass gewesen. In der Gruppe waren sie mit Neapel Sporting und mit Dynamo Zagreb. Also das ist jetzt nicht ganz so stark. Und dann das Zweite, was mich noch blendend interessiert. Und zwar ist es,
Wie sieht es denn mit dem Club aus, wo Sergio Ramos unter Vertrag ist? Ist er tatsächlich in der zweiten spanischen Liga derzeit aktiv? Oder konnte die Mannschaft sich beweisen und in die erste spanische Liga aufsteigen? Wir schon rein in die zweite spanische Liga und es sieht danach aus, als wenn sie aufsteigen. Nee. Die sind einfach unfassbar schlecht in der zweiten Liga unterwegs. Auf Tabellenplatz 20. Also normalerweise Abstieg in die dritte Liga. Sergio Ramos ist am Start. Das wundert mich tatsächlich. Ich habe jetzt gerade so ein wenig gedacht, dass sie eventuell aufgestiegen sind. Das ist allerdings nicht der Fall. Und damit kickt Ramos die ganze Zeit in der zweiten spanischen Liga. Das soll es jetzt von diesem Experiment gewesen sein. Solltet ihr neu auf diesem Kanal sein, dürft ihr natürlich liebend gerne ein Abo da lassen. Falls euch das Experiment gefallen hat, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann denkt ans Gewinnspiel auf Twitter. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.